Schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zu Yuka TV, unserer dritten Folge. Wir haben heute wieder tolle Themen für euch und die zeige ich euch jetzt in unserer Vorschau. Die Regensburger Domspatzen. Wir waren zu Besuch bei einem der berühmtesten Chöre der Welt. Filmrezensionen. Wir haben für euch den Pilgerfilm Dein Weg durchgecheckt. Und Weltjugendtag 2013 in Rio. Der Countdown läuft. In einem Jahr geht's los und bei uns seht ihr den offiziellen Promo-Trailer zur Einstimmung. Und damit zu unserem ersten Thema. Es geht, das habt ihr ja gerade schon ganz kurz gesehen, um die Regensburger Domspatzen. Die Domspatzen sind der älteste Knabenchor der Welt und zählen außerdem zu den berühmtesten Chören weltweit. Um diesem Ruf gerecht zu werden, müssen die Jungs auch einiges leisten. Etwa 430 Schüler sind es insgesamt und jeder von ihnen hält täglich ein strenges Programm zwischen Schule, Internat und Chor ein. Mein Jukat-Kameramann und ich haben die Jungs mit der goldenen Kehle, wie es so schön heißt, einen Tag lang begleitet. Und was wir da so alles erlebt haben, das zeigen wir euch jetzt. Für die Klasse 6c steht heute die erste Lateinstunde ihres Lebens an. Lehrerin Roswitha Heidenreich kann sich vor übereifrigen Domspatzen, die allesamt ihr Wissen über Rom und die Römer preisgeben wollen, kaum retten. Ehrgeiz und Disziplin kommen nicht von ungefähr, denn diese Schüler sind Regensburger Domspatzen. Singen ist hier mindestens genauso wichtig wie Unterricht. Deshalb gelten besondere Regeln. Unser Ferienplan ist von Haus aus etwas anders, damit wir unsere Konzertreisen unterbringen. Die großen Konzertreisen im Herbst natürlich extra in Ferien, die Schüler nicht frei haben, sondern singen, weil sie es gerne tun, weil das für sie Freizeitgestaltung ist. Die Schule darf nicht zu kurz kommen. Wir schauen, dass wir den Unterricht regulär halten können, dass die Schüler alle ihre Fächer haben, dass sie Latein lernen, dass sie Englisch lernen und auch die übrigen wichtigen Fächer alle zur rechten Zeit haben. Nach dem Vormittagsunterricht gibt es für die unteren Klassen direkt das Mittagessen. Selbstverständlich fehlt das Tischgebet hier nicht. Nach dem Mittagessen geht's in den Studiersaal. Nun heißt's Hausaufgaben erledigen, lesen, lernen. Jede Klasse hat ihren eigenen Präfekten und wird individuell betreut. Das Internatsleben wird bei den Regensburger Domspatzen großgeschrieben. Ja, das Internat ist eine Familie auf Zeit und hier kommt es darauf an, dass einfach persönliche Beziehungen geknüpft werden zwischen den Präfekten, so nennen wir unsere Erzieherinnen und Erzieher, und den Schülern, dass die hier ein Vertrauensverhältnis haben, dass sie einfach wie in einer Familie lernen, mit den Problemen des Alltags und den Problemen miteinander zurechtzukommen. Und wir legen hier ganz besonders auch Wert auf eine christliche Erziehung, der Gottesdienstbesuch selbstverständlich, und dass sie einfach den christlichen Tagesablauf und den Jahreskreis des Kirchenjahres kennen. Nach der Studierzeit haben die Domspatzen Zeit zur freien Verfügung. Das lassen sich die Jungs nicht zweimal sagen und zögern nicht lange. Ihre Freizeit wissen sie gut zu nutzen. Mir gefällt das Singen am allerbesten. Und was auch noch gut ist, man ist hier sehr fest zusammengeschweißt. Ein bisschen Heimweh habe ich schon, aber das vergeht dann meistens schnell. Dann denke ich immer an die Lieder und dann ist meistens wieder weg. Singen gefällt mir am besten. Und ja, die Freunde, wenn man die jeden Tag trifft und mit ihnen spielen kann. Und halt die vollen Programme, wo jeden Tag sind. Doch das Leben eines Domspatzen besteht nicht nur aus Schule und Freizeit, sonst wären sie ja nicht anders als andere Schüler auch. Für die Domspatzen steht täglich Stimmbildung und Chorprobe auf dem Programm. Es gibt eine Aufnahmeprüfung, der Bub kommt mit den Eltern zu mir und singt mir ein Lied vor. Ich teste vor allem dann das musikalische Gehör. Das ist ganz wichtig, wenn er musikalisch hört, Töne nachsingen kann, auch mal ein bisschen kompliziertere Halbtonfolgen oder so, dann weiß ich auch schon, aha, der wird es auch schaffen, musikalisch, dass er da mitkommt. Musikalisch mitkommen, hier das größte Ziel. Denn für die Regensburger Domspatzen ist das Singen das Schönste auf der Welt. Vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, der den Jakobsweg gepilgert ist oder ihr wart selbst schon dabei. Auf jeden Fall ist Pilgern derzeit in. Zu sich selbst finden, die Natur erleben, solche und ähnliche Motive treiben jedes Jahr tausende Pilger an.
Um die spirituelle Erfahrung geht es dabei zwar vielen, aber längst nicht allen. Letzte Woche kam der Film Dein Weg in die deutschen Kinos. Er erzählt die Geschichte von 4 Jakobspilgern, die sich aus völlig unterschiedlichen Gründen auf den Weg gemacht haben. Ob der Film was für euch ist, erfahrt ihr jetzt. Der Weg ist eine sehr persönliche Reise. Du sagtest, es geht um was Familiäres. Ja. Das Kästchen mit der Asche. Mein Sohn. Ein erfolgreicher Augenarzt aus Kalifornien erfährt, dass sein einziger Sohn Daniel auf dem Jakobsweg in Frankreich tödlich verunglückt ist. Eigentlich wollte Tom Avery in Frankreich nur den Leichnam seines Sohnes abholen. Doch vor Ort entschließt er sich spontan, die Wallfahrt stellvertretend für seinen Sohn zu Ende zu bringen. Mürrisch marschiert er den Pilgerpfad entlang und kämpft auf dem Camino de Santiago mit der Bewältigung seiner Trauer. The pilgrimage is an equal journey in Eine Pilgerreise ist eine Reise, die gleichermaßen das Innere wie das Äußere betrifft. Je näher man dem Ziel der Wallfahrt kommt, in diesem Fall Santiago, desto näher kommen wir uns selbst. Wir beginnen zu verstehen, dass unser ganzes Leben eine Pilgerreise ist, dass wir Teil einer Gemeinschaft sind, Verantwortung tragen, und dass es die Möglichkeit großer Freude und Erfüllung in unserem Leben gibt. Und das ist das allumfassende Wunder der ganzen Geschichte. Unterwegs trifft der engstirnige Amerikaner auf skurrile Mitpilger, von denen jeder seine ganz eigene Geschichte hat. James Nesbitt spielt einen extrovertierten Iren und Autor, der sich seine Schreibblockade nicht eingestehen will. Jorik van Wageningen spielt einen gemütlichen Holländer, der kulinarische Köstlichkeiten liebt und gerne mal einen Joint raucht. Seine Motivation? Er will ein paar Pfunde abnehmen. Und Deborah Kara-Anga spielt eine nach außen taffe und zynische, innerlich aber verletzliche Kanadierin. Wie war dein Sohn? Ungefähr wie du. Klug, selbstbewusst, stur. Er hat mich ziemlich genervt. Ich dachte, wenn ich das mache, würden sich mein Arzt und meine Frau bestimmt freuen. Und, bist du auf Pilgerfahrt, um dein Leben zu ändern? So was Ähnliches. Oh nein! Auch wenn jeder der Charaktere eine individuelle Motivation mit sich trägt, ziehen sich doch die Themen Familie, Schuld und Vergebung thematisch durch den gesamten Film. Trotz der ernsten Themen gibt es immer wieder die Möglichkeit, kurz durchzuatmen und auch zu lachen. Gibt's hier ein Banjo, das ich benutzen könnte? Ja, ja, aber natürlich, ja. So, das ist... Es ist ein bisschen was Ernsteres, würde ich sagen. Einen Moment. Gut, gut. Ja, gut. Gut. Martin Sheen in der Rolle des Tom Avery überzeugt durch seine Darstellung des verhärmten Mannes und trauernden Vaters, dessen Grundfesten ins Wanken geraten sind, dessen Schweigen Zeichen eines tiefen Schmerzes ist. Wer jedoch einen Film über das Pilgern im religiösen Sinn erwartet, der kommt nicht auf seine Kosten. Es geht nicht wirklich um Spiritualität, um die religiöse Erfahrung von Gläubigen, um Gebet und Pilgern im ursprünglichen Sinn. Das Ergebnis ist ein Film, der zwar berührt, tragisch und komisch ist, dem aber die religiöse Note fehlt, die manch einer vielleicht von einem Film über Wallfahrer erwarten würde. In exakt einem Jahr, also vom 23. bis 28. Juli, findet in Brasilien der nächste Weltjugendtag statt. Vielleicht überlegt sich der eine oder andere von euch ja schon, wie er das Geld zusammenbekommt und setzt alles daran, am anderen Ende der Welt dabei zu sein, wenn es heißt Jugend, Papst und Kirche. Zur Einstimmung haben wir jetzt für euch den offiziellen Promo-Trailer für den Weltjugendtag 2013 in Rio. Viel Spaß! We'll be right back.
Let us raise our minds and hearts to Jesus Christ, the Lord of our life and of the future. May he pour out his Spirit upon us and upon the whole church, that we may be a beacon of freedom, reconciliation, and peace for the whole world. I greet all the English-speaking young people present here today. As you return home, take back with you the good news of Christ's love, which we have experienced in these unforgettable days. Fix your eyes upon him, deepen your knowledge of the gospel, and bring forth abundant fruit. God bless all of you until we meet again. Place anunciar ahora que la sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud será Río de Janeiro. Es ist Sommer, unter anderem die Saison für Hochzeiten. Vermutlich hat das auch die Mitarbeiter vom JUKA-Zentrum zur Frage des Monats Juli bewegt. Denn die lautet, sind alle Menschen zur Ehe berufen? Wir haben wieder nachgefragt, was junge, engagierte Katholiken darüber denken und haben uns dann auch im JUKA-Zentrum die Antwort erklären lassen. Seht selbst! Es gibt viele Menschen und dann muss es ja auch mehrere Wege zum Glück geben. Erst dachte ich nein, weil es eben verschiedene Formen von Berufung gibt, zum Beispiel Priestertum oder ins Kloster. Aber dann dachte ich mir, irgendwie ist alles eine Form von Ehe. Also ich glaube, wenn die Ehe wirklich das Abbild der Liebe Gottes unter den Menschen untereinander ist, also nicht nur das Sakrament, sondern dass wir sagen, die Liebe weiterzugeben, dann ist ja jeder in einer Form der Ehe berufen. Es gibt ja eben ganz viele unterschiedliche Menschen und deswegen muss es ja auch unterschiedliche Arten geben. Es gibt ja noch so viele andere Möglichkeiten, wie man sein Leben leben kann. Zum Beispiel, wenn man halt das Leben ganz Gott gibt. Und ich finde, jeder soll erstmal wirklich prüfen, ob man wirklich halt für die Ehe berufen ist. Und dann soll man sich auch bewusst sein, dass halt die Ehe eigentlich auch nicht so leicht ist, wie man immer denkt. Genauso wie das Priestertum nicht leicht ist. Und ich glaube, man kann in allen Formen ein sehr erfülltes Leben haben. Also ich würde sagen, eher nicht, weil sonst würden wir jetzt nicht hier in die Messe gehen, dann hätten wir keine Priester. Und man braucht ja Menschen, die im Kloster leben und füreinander beten und für die Menschheit draußen beten und für die Familien beten. Nicht jeder ist zur Ehe berufen und auch nicht jeder, der zur Ehe berufen ist, lebt schon in einer Ehe. Aber Ehelosigkeit heißt jetzt nicht einfach nur, dass man allein ist oder das Leben scheitert. Man hat wirklich viele Chancen, auch ein Leben alleine, ohne Familie, ohne Ehe, auch außerhalb des Ordens, innerhalb des Ordens zu gestalten und dafür einen wertvollen Dienst für andere Menschen zu leisten. Und damit sind wir wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich sage Tschüss und freue mich aufs Wiedersehen beim nächsten Mal, am ersten Sonntag im August. Bis dann, macht's gut!